Jeder, der schon mal so ein Stück Holz auf der Abrichthobelmaschine bearbeitet hat, wird mir wahrscheinlich zustimmen können, dass es da oftmals zwei Problemchen gibt. Da gibt es nämlich heute einen klitzekleinen Trick, wie ihr so ein Problem umgehen könnt, wenn ihr große Bretter herstellen möchtet und ihr da halt eben ein Problem mit eurer Leimfuge habt. Darum soll es heute gehen. Was macht man normalerweise immer am Anfang? Wir richten unser Brett über die volle Breite auf der Abrichthobelmaschine ab, damit es halt eben nicht mehr so kippelt. Wenn wir das getan haben, dann nehmen wir normalerweise immer unser Brett und fügen es auf einer Seite, damit wir eine rechtwinklige, abgerichtete Kante haben, die wir dann später auch verleimen können. Und genau hier ist oft mal ein Problem, dass der Anschlag hier nicht so wirklich gut ist. Mit diesem Problem seid ihr nicht allein, denn diesen Trick hier wende ich selbst manchmal noch an, wenn manche Stücke Holz einfach nicht so wollen wie man selbst. Der Anschlag muss im Prinzip einfach nur 90 Grad haben zu eurer Arbeitsoberfläche, damit ihr halt eben 90 Grad hobeln könnt. Bei meiner alten Sherpa-Hobelmaschine war es so, dass dieser Anschlag allerdings gewackelt hat. Manche Anschläge sind nicht sonderlich lang, sondern sehr, sehr kurz. Da wird es dann auch manchmal sehr, sehr schwer, lange Holzstücke so dran vorbeizuführen, damit sie halt auch wirklich über die gesamte Länge 90 Grad haben. Und genau für die Leute, die so eine Maschine haben und die manchmal so eine Ereignis in der Werkstatt haben, wo es da halt eben drauf ankommt, für die ist dieser Tipp geeignet. Denn es ist gar nicht so schlimm, wenn der Anschlag nicht 90 Grad hobelt, sondern so vielleicht 95 oder 85 Grad. Es kommt nämlich nur darauf an, dass eure Oberfläche plan ist. Da werde ich euch jetzt den Trick zeigen. Wir richten einmal ein Stück Holz ab. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Das Holz hier, dieses Kantholz, ist auch ein gutes Beispiel. Normalerweise richten wir das Holz als erstes ab und dann hoben wir hier eine 90-Grad-Kante dran, so wie ich es gerade schon beschrieben habe. Die Problematik hier bei diesem Stück Holz ist allerdings, dass wir nicht so viel Angriffsfläche haben, um das Holz halt eben gegen den Anschlag zu drücken. Man möchte natürlich nicht mit den Fingern ganz hier unten sein, denn ganz hier unten ist natürlich auch unsere Hobelwelle. Das bedeutet, wir werden irgendwo hier oben in dem Drittel an den Anschlag das Holz andrücken, weswegen es manchmal vorkommen kann, dass unser Holz halt übertriebenermaßen gezeigt so abgerichtet wird. Das hier ist die Oberfläche, die wir gerade abgerichtet haben. Und diese Stelle hier haben wir anschließend gefügt. Und die hat auch keine 90 Grad. Das heißt, der Trick, den ich euch gleich zeigen werde, den werde ich sogar selber nutzen. Und hier kann man relativ gut erkennen, wobei die Kante war es, man wollte es jetzt nicht schlimmer machen, als es ist. Es ist nicht viel, aber es ist nicht perfekt. Ne? An erster Stelle muss meine Hobelmaschine jetzt mal ein Lob bekommen, denn dafür, dass die richtig alt ist, ist das jetzt schon nicht verkehrt. Das kann man jetzt natürlich noch einstellen, den Anschlag kann man einstellen, es ist ein bisschen frickelig. Aber das hier ist jetzt schon nicht verkehrt. Wie gesagt, bei großen Teilen sieht das auch hier ein gutes Stück besser aus. Wobei das jetzt auch schon nicht schlecht ist. Also um Gottes Willen, das ist schon gar nicht so verkehrt. Hinten sieht man, da ist es ein bisschen mehr. Ist aber halt auch einfach dem Grund geschuldet, dass man das Teil hier nicht sonderlich gut führen kann und die Finger halt auch so ein bisschen vom Gefahrenbereich wegbleiben sollen. Okay, wir haben jetzt keine 90 Grad, aber was wir erreicht haben, ist, dass wir eine plane Fläche haben. Und die können wir nutzen. Die können wir nämlich zum Beispiel an unseren Anschlag von der Formatkreissäge oder Tischkreissäge legen und können auf der gegenüberliegenden Seite eine 90-Grad-Kante anschneiden. Das heißt, ihr müsst nur schauen, dass eure Kreissäge perfekt 90 Grad schneidet und dann habt ihr eine Referenzfläche, damit ihr die andere Seite, die keine 90 Grad, keine perfekten 90 Grad hat, damit ihr die Stelle dann an der dicken Hobelmaschine hobeln könnt und dann wird es 90 Grad. Ich zeig's euch einmal. Schubidubidu, schubidubidu, schubidubidubidu. Einfach hier ein Stück wegschneiden, dass wir hier 90 Grad hobeln können. Dann geht's los. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Im zweiten Arbeitsschritt habe ich dann direkt noch die letzte Seite einmal geschnitten, damit die auch 90 Grad hat, weil die sehr, sehr schräg war und da noch viel zu viel Material drauf war. Da konnte ich mir hier direkt noch ein bisschen Zeit beim Hobeln ersparen, denn jetzt muss ich nur noch diese drei Seiten einmal hobeln. Dann ist unser Kantholz fertig. Bevor ich das mache, will ich euch aber noch eine Sache zeigen, denn das habe ich heute Morgen alles in der Früh um 5 Uhr fertig gemacht. Und das ist eine coole Sache. Das ist nämlich ein Dübelbohrer. Ich zeige es euch mal. Das ist ganz neu. Das habe ich so vorher noch nicht gesehen, denn ich bin ja immer auf der Suche nach neuen, coolen Produkten. Das hier sind die Holzdübel. Wenn ich die jemandem zeigen würde, würde man wahrscheinlich nicht erahnen, dass die selbst gemacht sind. Und vor allen Dingen in der Kürze der Zeit. Einfach einen Vierkant schneiden, einen Akkuschrauber spannen und dann können wir den Durchmesser hier herstellen. Drei schöne Holzdübel, gerade wenn man lange Dübel braucht. Die hat man nämlich normalerweise nicht immer in der Werkstatt. Und wenn man zum Beispiel ein Holzdübel braucht in der gleichen Holzsorte, dann kann man das jetzt hier so auch machen. Und wie gesagt, das geht alles richtig, richtig schnell.
Weil es gibt da ein neues Werkzeug. Moment. Jetzt haben wir hier verschwinde schon wieder Dinge. Kann das sein? Hä? Ach, da ist es ja. Oh Mann, ey. Ta-ta-ta-ta-ta. Das ist das Werkzeug. Ihr seht, wir haben jede Menge Löcher, die wir als Dübel herstellen können. Wir haben hier eine vierseitige Wendeschneidplatte. Ich will nicht so lange drüber reden, aber schaut auf den Link oder klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Da gelangt ihr auf kontoholz.de, auf unsere Webseite. Und da ist auch ein Video, wo ich zeige, wie ich das Teil benutze. Und das ist wirklich sehr, sehr easy. Wir können viele Durchmesser beginnend ab 8 mm bis 20 mm herstellen. 8 mm, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20. Das sind die Durchmesser, die wir herstellen können. Funktioniert kinderleicht. Link in der Videobeschreibung, wird geliefert hier aus meiner Werkstatt, aus dem Konterholz Onlineshop Lager zu euch nach Hause. Das heißt, schneller Versand aus Deutschland. Genau, jetzt werden wir aber das andere Kantholz mal hobeln. Hobeln. Jetzt zeige ich euch mal, wie es aussieht. Das ist ein bisschen schwer mit dem Fokus hier. So, einmal eine Kante. Das waren die Kanten, die wir bearbeitet haben. Das ist jetzt auch die lange Seite. Also das hier ist meistens der anspruchsvollere Test. Weil wir haben hier halt eine längere Kante, wo es halt eben falsch sein könnte. Und ihr seht, das ist ziemlich gut. Also wenn ihr ein Kantholz braucht, was perfekten 90 Grad hat, dann ist das hier eine sehr gute Möglichkeit, wie ihr das umsetzen könnt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr diesen Trick bereits kanntet. Also ich nutze ihn auch selber ab und zu noch, wenn ich wirklich ein Kantholz brauche, was perfekt 90 Grad hat oder was halt eben wie in diesem Fall nicht so hoch ist, weil ich will meine Finger nicht unnötig bei so kurzen Teilen in die Nähe der Hobelwelle bringen, weswegen ich das so dann ab und zu noch für mich einsetze. Ja. Das soll es gewesen sein. Schaut gerne mal auf der Webseite vorbei von uns, kontoholz.de, unten in der Videobeschreibung. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ciao.